Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopappt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey. Ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau. Ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Er hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Oh, ah. Oh, das mag ich. Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Ah. Gott segne dich, ich habe gesündigt. Ja. Hm. Ah. Herrje! Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Erzähl's aber keinem. Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Ah, oh, sowas. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind.